Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Ina Seifried. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute darüber unterhalten, was wir als Thema schon vor 2-3 Tagen hatten, nämlich dass in Berlin gegen den Erziehermangel mit viel Tamtam eine Maßnahme getroffen worden sein soll, dass arbeitslose Personen, die den Erzieherberuf ergreifen wollen, große Unterstützung vom Jobcenter bekommen und letztendlich die Träger für einen Zeitraum von, ich glaube, 2 Jahren, genau. Dann sozusagen das Anstellungsverhältnis finanziert bekommen. Das Ganze gab es auch mit dem Gesicht von der Frau, ich muss es mal so halten, Bildungssenatorin in dem großen Kita-Informationsbrief vom Mai 2018 und das klang alles sehr vielversprechend, weil endlich tut mal jemand was, nachdem jahrelang vielleicht nicht ausreichend getan wurde. Das lassen wir mal außen vor. Und jetzt kriegen wir die ersten Rückläufer, nämlich Träger, die uns erzählen, dass das, was da mit viel Tamtam drinsteht, in der tatsächlichen Umsetzung mal weniger klappt oder häufig nicht klappt. Ähnlich? Was, genau. Was wird uns so zugetragen? Ja, es gibt da Probleme auf verschiedenen Seiten. Also man braucht ja quasi, zum einen hat man das Jobcenter, was mit dieser Maßnahme einverstanden sein muss. Dann gibt es den Träger, den sich die Person, die da eben dran teilnimmt, suchen muss, also der Ausbildungsträger. Und dann natürlich noch die Fachschule, die dann eben ausbilden muss. So. Und es scheint so, dass eben alle Bereiche gar nicht richtig über diese Maßnahme informiert sind, beziehungsweise unterschiedliche Auffassungen haben, sodass es eigentlich den Auszubildenden, die dann die Ausbildung machen wollen, also die Anwärter. Und zwar demnächst, ne? Das steht ja jetzt alles an. Ja. Soll eigentlich in 10 Tagen beginnen und irgendwie sind die Hürden in der Praxis dann so hoch gesetzt, dass sie von dem einen zum anderen geschickt werden und immer irgendwas fehlt und es nicht vorangeht und es einfach nicht umgesetzt werden kann. Schauen wir uns das mal an. Mhm. Also, das Jobcenter oder das eine Jobcenter, von dem wir jetzt Kenntnis haben, das sagt, was? Davon haben wir noch nie was gehört. Genau. Die sagen ganz einfach, haben wir noch nie gehört, kennen wir nicht. So. Dann sagt man, ist aber auf der Webseite drauf. Genau, dann schauen die sich das durchaus an, dann scrollen die runter, dann kommen sie zu irgendwas Weiterem und sagen, ja, also die Maßnahme gilt nur bei berufsbegleitender Ausbildung, das ist schon mal wichtig. Und dann ist es so benannt, berufsbegleitende Ausbildung in Vollzeit. Und daran stört sich das Jobcenter aus irgendeinem Grund, da keine Vollzeittätigkeit berufsbegleitend möglich ist. Ja, aber der Punkt ist ja, dass die Auszubildenden dann einfach während der Arbeitszeit für die Schule freigestellt werden. Und das scheint irgendwie, je nachdem, wie man es regelt hat. Ja. Ne? Also aber das eben in der scheint Regel jetzt eine große ein großes Problem für das Jobcenter zu sein, weil da einfach die sprachlichen Voraussetzungen nicht und die Voraussetzungen sprachlich nicht sauber definiert sind. Und dann gab es auch noch den Rückläufer nach dem Motto, wie, das gilt doch noch gar nicht oder ob das überhaupt jetzt gilt, das ist völlig unbekannt, das wissen wir gar nicht. Ja, das Problem scheint da zu sein, dass diese Maßnahme noch nicht im Computersystem irgendwie eingespeist ist. Ja, dann guckt der einzelne Sachbearbeiter nach, findet diese Maßnahme nicht. Und sagt, gibt's nicht. Gibt's weil steht nicht, hier nicht, auch, gibt's nicht. Genau, eine Maßnahmennummer braucht man nämlich, um das Ganze überhaupt in Gang zu setzen. Und die kann man dann einfach faktisch nicht herbekommen, nirgendwo. Und keiner weiß, wie das geht, beziehungsweise soll der es weiß, wie das geht, gerade im Urlaub sein. Und somit gibt es keine Maßnahmennummer, weil jemand seinen natürlich verdienten Urlaub genießt. Und deshalb können Erzieher womöglich nicht jetzt zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres irgendwie unterkommen. So, dann, was denkt man sich als Erzieher, was denkt man sich als Träger? Na, dann rufen wir bei der Senatsverwaltung an und hoffen da um Aufklärung. Und was passiert da? Da ruft man an und der zuständige Trägerservice, richtig, das ist schon die erste Hürde. Also nach 14 Uhr sollte man es nicht mehr probieren, da wird es schon schwierig. Und wenn man dann so 15 bis 20 Mal anruft, erreicht man vielleicht auch jemand, der dann von der Maßnahme nichts weiß. Obwohl auf seiner eigenen Seite, also es war beim Trägerservice direkt angerufen, das irgendwie doch groß vermerkt ist mit Informationsblatt und so weiter. Und da wird dann auch erstmal nachgelesen. Also die nächste Person, die nichts weiß. Ja. Wir haben das Jobcenter, das weiß man nichts. Wir haben die Leute bei der bei der Senatsverwaltung für Bildung, die sozusagen als Ansprechpartner oder unter der Rufnummer da erreichbar sein sollen. Die sagen auch, oh, das gibt's, haben wir noch nie was von gehört. Und dann haben wir die Schule. Welches Problem hat die Schule? Bei den Schulen ist es auch so, dass es teilweise noch nicht durchgedrungen ist, dass diese Maßnahme eben jetzt ganz neu zur Verfügung steht. Und da gibt es die Besonderheit, wenn das so freie Fachschulen sind, dass sie da eine besondere Zertifizierung brauchen. Und
Die kann man beantragen, die kann man bekommen, wenn man staatlich anerkannte Erzieher ausbildet, aber man muss sie eben haben. Und wenn man von der Maßnahme nichts weiß, hat man sie nicht und kann dann wiederum nicht als Fachschule eben anerkannt werden vom Jobcenter, weil die diesen Bildungsgutschein haben. Genau. Oh. Und der Bildungsgutschein geht nur mit Schulen, die zertifiziert sind. Das führt wozu? Das führt dazu, dass wahrscheinlich viele willige, zurzeit arbeitslose Personen, die gern in den Erzieherberuf hineinkommen wollen, für dieses Jahr wahrscheinlich dann ausfallen, was Berlin angeht. Weil in der Kürze der Zeit ist das kaum noch machbar, es sei denn, dass die Schulen es, wo das unsere Ausbildungsverordnung ja auch nicht so richtig zulässt, dass man da später noch einsteigt. Ne? Das Problem ist vor allem für die Leute, die das jetzt starten wollen zum August, die sind ja nicht auf ewig arbeitslos. Und wenn man nicht mehr arbeitslos ist oder arbeitssuchend gemeldet, dann fällt die Maßnahme weg. Also man kann sich jetzt auch nicht einfach aufs nächste Jahr konzentrieren. Also das ist eben das wirklich Krasse. Das sind, diese Maßnahme wird vom Jobcenter nur bezahlt, wenn man tatsächlich arbeitslos ist als angehender Erzieher zuvor oder arbeitssuchend. Das ist also, wenn man bereits die Kündigung bekommen hat und dass das klar ist, dass das Arbeitsverhältnis zum Ende dieses Monats enden wird, dann nur funktioniert das. Aber die Träger müssen natürlich jetzt schon eine gewisse Planungssicherheit haben. Die müssen jetzt schon anfangen, ihre Verträge zu unterzeichnen. Und in dem Augenblick, wenn man das unterzeichnet, weil das Jobcenter mangels Wissen nicht agieren kann, weil die Senatsverwaltung dem Jobcenter nichts sagen kann, weil keiner weiß, wie das Ganze funktioniert, wird man letztendlich entweder dazu die Träger bringen, dass sie sagen, das ist mir jetzt alles viel zu kompliziert, ich lasse die Finger davon. Genau. Oder dass die Träger sagen, okay, wir haben dich jetzt irgendwie lieb gewonnen, wir wollen dich im Team haben, hier hast du deinen Vertrag, auf die sichere Wahrscheinlichkeit hin, dass dann das Jobcenter sagt, na, was willst du denn hier noch mit einer Maßnahme? Du hast doch deinen Vertrag. Ja. Also es ist hochgradig unangenehm für die Träger, die etwas gegen den Erziehermangel tun wollen. Und vor allem, wenn sie dann eben, ne, das auch noch, so müssen wir es hinhalten, eben ganz groß alles erzählt bekommen und sich das in der Praxis derart schlecht umsetzen lässt, dann ist natürlich klar, dass der Frust ganz schön steigt. Haben wir es da an dem Punkt? Oder? Ja, nicht genau. Ja. Also wir sind da dran, wir werden weiter darüber berichten, aber es ist in Anbetracht von Kita-Krise und Erziehermangel eher ein unerfreuliches Kapitel. Bis dahin, ciao. Ciao.